Einige wenige wie Eva Maria Grabert arbeiten momentan noch im Sparkassentower am Raschplatz. Von der Standorteröffnung also seit 1977 ihr Arbeitsplatz. Auch sie wird ihr Büro bis Ende 2015 in eine andere Sparkassenfiliale verlegen. Denn dann soll er fertig sein, der neue Hauptverwaltungssitz am Raschplatz. Ein ehrgeiziges Projekt mit zweijähriger Planungsarbeit. Man braucht gute Unterstützung durch den Architekten, durch die Projektsteuerung, durch die Projektleitung und durch das eigene Team im Hause. Denn da sind wir sonst auch überfordert, wenn wir das eben nebenbei, neben unserem Bankgeschäft, was auch sehr anspruchsvoll ist, noch erledigen wollen. Insofern haben wir das seit 2 Jahren in der Vorplanung. Sie sehen, allein die Vorplanung über 2 Jahre bedeutet schon eines der größten Projekte dieser Sparkasse. Insgesamt 800 Mitarbeiter sollen dann in 3 Jahren in den kernsanierten Wilke-Bau aus den 70ern einziehen. Mit komplett neu gestaltetem Arbeitsumfeld. Einzig die Kontur des Hochhauses wird erhalten bleiben. Ja, wir freuen uns ganz besonders darüber, dass eben ein solches Gebäude aus den 70er Jahren hier an diesem Standort erhalten werden kann und erhalten werden kann. Wir freuen uns, dass wir mit dieser Auftrag betreut worden sind. Die Alternative wäre am Ende die Einheitsarchitektur in Form eines Neubaus, die, wie sie in den Großstädten mehr oder weniger oft zu besichtigen ist. Und insofern freuen wir uns wirklich, dass dieser 70-Jahre-Bau jetzt wahrscheinlich die nächsten 40, 50 Jahre nochmal Bestand haben wird. 110 Millionen Euro wird der Sparkassenumbau insgesamt kosten. Das Alltagsleben am Raschplatz soll aber so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Und dann mit neuer silbergrauer Fassade dem Quartier Gesicht geben. Also wenn wir jetzt runterschauen, sehen wir den Bahnhof liegen logistisch, also einen optimalen Standort. Wir sehen die Öffnung zur östlichen Vorstadt, zur List. Wir sehen auf der anderen Seite die Einkaufsstadt Hannover. Und ich glaube, wir haben einen prädestinierten Standort. Den wollen wir auch zum Leuchtturm von Hannover entwickeln. Die Bauarbeiten beginnen Mitte Januar. Die Filiale der Sparkasse am Raschplatz wurde bereits auf die Standorte Goseriede, Egi und Lister Platz verteilt. Zur Wiedereröffnung am Jahresende 2015 wird dann auch Eva Maria Grabert wieder ihr neu gestaltetes Büro über den Dächern der Stadt beziehen.